Der Weg für eine historisch einmalige Drosselung der Ölproduktion durch das Ölkartell OPEC und seine Partner ist frei. Bei einer Videosondersitzung am Sonntagabend haben sich die Ölförderländer auf eine Kürzung um 9,7 Millionen Barrel pro Tag geeinigt für Mai und Juni. Das meldet die mexikanische Energieministerin Rocío Nale sowie der kuwaitische Ölminister Khaled Al-Fathel auf Twitter. Al-Fathel sprach von einer historischen Einigung. Auch das kasachische Energieministerium bestätigte laut der kasachischen Agentur Tengri News und russischen Agenturen die Einigung. Die Menge liegt um 300.000 Barrel, mal 159 Liter also, am Tag unter dem ursprünglichen am Freitag beschlossenen Ziel. In Grundzügen hatte sich der Verbund dort bereits auf die Produktionskürzungen geeinigt. Mexiko blockierte jedoch die Unterzeichnung. Mexiko hat sich zuletzt geweigert, die geforderten 400.000 Barrel beizusteuern und ist bei seinem Angebot geblieben, 100.000 Barrel aus der Produktion zu nehmen. Die Produktionskürzung entspricht rund 10% der täglichen Ölförderung weltweit. Es wird erwartet, dass auch andere Staaten wie Kanada und die USA ihre Produktion kürzen. Russlands Präsident Wladimir Putin hat dazu am Abend mit seinem US-Kollegen Donald Trump telefoniert, das meldet der Kreml. Russland, die USA und Saudi-Arabien unterstützen demnach die Einigung. Mit der Drosselung könnten die globalen Märkte stabilisiert und die Nachhaltigkeit der Weltwirtschaft insgesamt gewährleistet werden, heißt es. Die Gespräche darüber sollen fortgesetzt werden. Putin spricht auch mit Saudi-Arabiens König Salman. Mit der Kürzung will die OPEC Plus den in der Corona-Krise rasant gefallenen Ölpreis wieder stabilisieren. Ob die Entscheidung aber den Benzinpreis bei uns an den Tankstellen wieder steigen lässt, ist noch nicht klar. Der Ölpreis war in den vergangenen Wochen stark gefallen, zeitweise sogar auf den tiefsten Stand seit 18 Jahren. Gründe sind die weltweit geringe Nachfrage nach dem Rohstoff wegen der Coronavirus-Pandemie sowie ein Preiskrieg, der zwischen Russland und Saudi-Arabien tobt.